Ja, Tag 3 beim Präsentesting hier am Nürburgring. So langsam ist so ein bisschen Routine eingekehrt hier am 4. Januar. Wir haben immer noch 15 Grad Lufttemperatur, hat sich nicht verändert in der Zeit. Gott sei Dank, könnte man noch meinen. Und ja, heute war meist ein bisschen los, wir haben aber auch recht wenig neue Fahrzeuge auf Kamera. Ne? Frag mich nicht, warum. Ja, und dann eben auch direkt los. Es war ja, eine recht volle Boxengasse schon zu Anfang. Um 12, 13 Uhr. Erste Fahrzeug auf der Strecke war heute, ja, Chris Lindenau aus Südafrika, stammender Pilot hier, der ja die Runden gedreht hat. Ne? Wie viel weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, alle waren es nicht. Ja, bei ihm fehlt es noch ein bisschen an der Pace, zumindest von der Rundenzeit her kann man da sagen, hat seinen Teamkollegen Thomas Gundolf geschlagen, aber auch er aktuell das einzige nicht in den 107% vertreten. Alex Cibola fuhr, hat am Ende nicht gereicht, seine neue Bestzeit knapp an der vom Vortag ausgeschieden. Josef Block fuhr auch nochmal erstaunlich, der testet hier recht viel. Ja, ne, so soll es doch auch irgendwie sein. Der Österreicher war nicht der Einzige auf der Strecke heute, zumindest aus Österreich stammt. Dann Arne Schneider fuhr auch recht viele Runden sogar, hat jetzt fast das Doppelte an das, was man erreichen muss, hinter sich. Und meinte auch schon, weil er darauf angesprochen worden ist mit den Zielen und so weiter, er möchte ganz klar erstmal durchfahren. Und dann gucken, wo er rauskommt. Punktesystem ist auch schon ein bisschen dieses Diskussionspunkt, weil man jetzt mal alle Punktesysteme sich angucken möchte. Zum ersten Mal in den Bildern Ghost Racing, das neue Ghost Racing Team. Fabian Winkler fuhr erneut, Teamkollege Uwe Seiler noch nicht angetreten. Ich werde jetzt dann oder die Fahrer bekommen, eher gesagt. Jetzt dann Update, wer denn noch Runden fahren muss und wer nicht. Und da wechselt jetzt gerade fast an seine Position. Das Auto nehme ich Maximilian Neiertz, ja. Er setzte sich heute auf die gesamt drittbeste Position, drittbeste Zeit in dem Fall. Starke Leistung von unserem anderen Österreicher. Nico Thomann für HSR, der einzige HSRler, das könnte man meinen, also der einzige aus HSR-Tool auf der Strecke. Ja, so geht's, ne? Und auch er ist quasi ja recht gut mit dabei. Alexander Grün fuhr erneut, da sieht man schon, ne? Da geht man an die persönlichen Grenzen, was man macht und was nicht. Und dann, ja, auch er ist, denke ich mal, ganz, ganz zufrieden für den ersten Teil. Ja, ich muss immer noch sagen, Will Teig, denn mir wurde nur gesagt, man soll ihn wie auf Englisch Krawatte aussprechen. Allerdings weiß ich nicht, was auf Englisch Krawatte heißt, so aus dem Stegreif, deswegen. Ich verlasse mich jetzt nicht auf die Google-Tusse, ne, von da an. Immer noch hier Will, ne, das will man ja wohl aussprechen. Der Kanadier immer noch auf der Übungsphase ist gesamt schon über 80 Runden gefahren, aber hat bisher, ich glaube, nur 19 oder 20 und 21 gültige Runden. Das ist etwas ja, merkwürdig, aber gut. Tagesbestzeit erneut, Josef Klock. Ja, das ist immer noch mal die Aufnahme von gerade, weil wir hatten, oder ist er ja nur am Abend in der Früh kurz gefahren. Von da an, ja, der Österreicher setzt sich hier zum zweiten Mal in Folge auf die Tagesbestzeit hinaus und wird auch an Tag 3 der schnellste Mann. Hinter ihm ist Dominik Spinker erneut knapp zwischen den beiden. Dann eben, wie schon gerade gesagt, Maximilian Neiertz und Alexei Cibula, Harry Manson, Irene Krieg, sein vor auch nochmal Fabian Winkler, Alexander Grün, Arne Schneider, das ist dann so dieser Knick. Dann kommt noch Karl Kaufmann, den haben wir ganz vergessen. Auf der 11 haben wir Marco Schmeller, 12 Felix Hufer, dann kommt Bull Teig, Lukas Käfers, Jonas Nettel, die beiden da. Das stimmt bei mit dem Team haben nicht. Chris Lindenau eben auf der vordersten Position und ja, Sebastian Zeitner fuhr nur eine Runde und die war gerade mal nicht gültig. Das war Tag 3 und mal gucken, Tag 4, wir gehen so langsam auf Ende zu.